War das der erste Level? So, hoffentlich funktioniert es jetzt einfach weiterhin. Ich operiere einfach mit Save States. Ohne Ende. Der Rest des Earthship seems almost deserted. Es gibt Desert. Oh, geil. Examining the ship's log, I piece together what must have happened. The ship, the battlecruiser was dispatches to Osiris Base. Ach, deswegen Projekt Osiris. Base to ensure nothing escaped the destruction I caused. They found me floating near the death in the shuttle I used, pulled me on board and stuck me in quarantine. They were prepared for the return hyperspace jump when something appeared out of nowhere. Something huge. It shut down the main power system, then docked. After that, it gets confusing. The ship being attacked by alien soldiers. The crew fighting back, boarding the enemy vessel to try and break free. That's all. After that, the records are empty. Seems like I'm the one that got away. Even if I could pilot this monster on my own, which I can't, I couldn't leave maybe 200 or 300 people captive. Especially after they saved my life, grimly shouldering my pack of supplies. I head for the docking ring. Oh Gott. So. Oh, es funktioniert einfach weiterhin. Wow. Alt, rechte Maustaste. So ungewohnt. Man ist es einfach nicht gewohnt, mit der linken Maustaste zu laufen und mit rechts zu schießen. Junge. Ich weiß zwar nicht, warum sie da Roboter genommen haben statt Aliens, aber... Roboter waren... Shotgun, wir haben gemerkt, ja. Maschinenpistole war kacke, nimm die Shotgun. Entwickler haben es gemerkt. Shotgun, das ist das, was du haben willst in dem Spiel. Also im ersten Teil haben sie gedacht, ja, lass mal im zweiten Teil nichts anderes einbauen. Okay, hier habe ich jetzt keine Ahnung mehr, was passiert. Und also, den ersten Level... Boah, das ist so irritierend, mit links zu laufen und mit rechts zu schießen, weil in jedem modernen Spiel, naja, läufst du halt mit W nach vorne und schießt mit links. Aber in dem machst du das aus irgendeinem Grund nicht. Ist der Sound zu laut? Nee, ich hoffe nicht, oder? Ich hoffe nicht, ich bin ja inzwischen auch lauter. Die sind ganz schön flott unterwegs, die Jungs hier. Blaster Clip. Hä? Von wo? Was? Blaster? Verletzt mich das da? Okay. Entweder das oder die Gegner können durch die Wände schießen. Ich kann beides nicht ausschließen. Das Spiel ist noch ein bisschen mehr verbuggt als das letzte Teil. Und schluckt Leistung halt ohne Ende. Ich meine, Dune 2 lief wunderbar flüssig im 2040er. Und der hatte, was hat das Ding? 24 Mega? Ne, 28 hatten die, glaube ich, ne? Das hier hat jetzt 50 und es läuft halt schon so am Limit der Flüssigkeit. Nur sagen, manchmal wird es schon ein bisschen lang. Ich habe das Gefühl, ich werde hier am Schluss sehr viel mit Save States operieren. Wobei, Alien Blitter D1 habe ich auch nur einmal Save States genutzt, so wirklich. Und das war in diesem kurz zum Schluss. Hätte ich wahrscheinlich auch ohne geschafft, aber irgendwie 10-mal durch das ganze Level zu laufen und in diesen einen Raum. Also, oh. Gibt hier keinen Fall Damage, ne? Nee. Nee, okay. Hatten wir schon geklärt, hier gibt es kein Fall Damage.
Der Fuck. Ist das ein Hitscan-Roboter? Das ist ein Hitscan-Roboter. Phew, this thing is still clear of this thing in the future. Okay. Das sagt sie so einfach, die laufen hier nämlich rum. Und meistens funktioniert das sogar. Der Source Code wurde übrigens 97, das haben sie lautstark gut. Nicht den Chat lesen, das mag das Spiel nicht. Das bestraft das Spiel sofort. Der Source Code wurde 97 zusammen mit dem Source Code des ersten Teils veröffentlicht. Dem, was ich gelesen habe, ist der erste schon schwierig zu lesen und der vom zweiten, ich weiß nicht, gar nicht mehr. Ich möchte bei der Gelegenheit übrigens anmerken, das Spiel wurde, glaube ich, in einem Jahr oder weniger programmiert. Und wie gesagt, ist halt unfertig und so, oder soll wohl sehr unfertig sein oder aussehen und... Ich kann es ein bisschen verstehen, 96, Quake. War wahrscheinlich das bessere Spiel, weil es auch für eine Plattform rauskam, die nicht tot war. Weil Amiga war 96 schon sehr tot. So, das ist eine Sackgasse. Dead End, nobody soon, I have to turn back. Ach, danke Spiel, dass du mich darauf hinweist. Da wäre ich jetzt, ich wäre weiter gegen die Wand. Moment. Nee, ist kein Secret, okay. Hätte ja ein Secret sein können, so verarsche so. Hier gibt's gar nichts. Pech gehabt. Aber es soll ein paar coole Features haben und... Ja, es ist halt... Ich glaube, es ist halt so diese Seuche gewesen damals. So, ja, es muss auf dem 80er laufen, damit wir möglichst viele Exemplare verkaufen können, weil Standard Amiga hatten halt die meisten. Und Aufrüstungen wird schon dünner und nah und aktuell 96 rüstet ja keiner mehr so ein Amiga noch groß auf. Weil da war der Commodore war pleite. Was kam nach Commodore? S-Com? Nee. Irgendwie so. Amiga Inc. War auch schon wieder alles pleite. Holla, die Waldfee. Das Spiel hat wenig Probleme damit, richtig viel Zeug einem entgegenzuwerfen, du. Ja, meine Ammo wird auch langsam leer. Ich versuch's mal mit dem Blaster. Die laufen ja tatsächlich hier rum. Das ist richtig hart auch. Geil. Und what I can see, the ship is connected to the battleship at the top of a tower. The chef and the economist lead further in. Nee, ich möchte jetzt noch den Rest der Karte erkunden. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Aber ich bin halt ein Idiot. Ich glaube, ich habe auch schon alles erkundet inzwischen. Er läuft einfach von mir weg, das passt schon. Gut, wir müssen aufpassen, irgendwo läuft noch mindestens ein Roboter rum. Ich war noch nicht überall. Oh, Shotgun-Munition. Jawohl. Shotgun bisher sehr... Sehr die Waffe, die man benutzen will. Wie im ersten Teil, nur mit mehr Munition.
Eventuell läuft hier noch irgendwo ein Roboter rum. Habe ich alles von der Karte erkundet? Ich habe alles, glaube ich, erkundet. Da hinten geht es eventuell noch rum. Eventuell ist es aber auch nur eine Grafik. Und Secrets scheint es hier nicht so wirklich zu geben. Davon gibt es meines Wissens nach auch kein Fanprojekt. Nein, ich wollte den Sound nicht umstellen. F1 ist die Taste, die ich drücken will. Ich glaube, ich war überall dann weiter. Maybe I make better sure I'm not miss anything important useful here. Looks like this pretty trip is one way. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen, ne? Also, ich hoffe es einfach mal. Shotgun. Das heißt überhaupt One Way? Alle Ausgänge sind One Way. Oder hätte ich zurück ins erste? Nee, das wäre überraschend. I step into the shaft. So. Sort of energy fields grabs me and lowers me to the bottom. Das heißt, back that I can't seem to make it work in reverse. No way to get but onwards then. I have no idea where the captives may be held. The alien design of the ship is strange and disorienting. The ship itself is constructed of a curious mix of substance and designs, with bizarre crystalline surface next to high-tech alloys, next to weird organic constructions. Strangest to all, some of it's clearly adapted from Earth technology and style, which begs the question, what other species have contributed to the technology aboard the ship? I am given no time to think further about the subject. However, as the distant sounds of this alarm being raised snaps my attention back to the present. Going to have to keep on the move and out of sight if I'm able to avoid the fate sounded by the crew of the Indomitable. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Okay, so, wie viel Gesundheit kann man hier denn aufsammeln? Das ist ja wie in den guten alten Teilen, wo man ohne Ende Munition haben kann. Keep out of sight ist halt auch gut. Okay, das geht nicht auf. Ah, ich vermute, hier brauche ich einen blauen Key. Bist du denn? Okay. Es wird wieder alienhafter. Mit großen, komischen Dingern, die mir entgegenschweben. Ich habe immer noch diese Mine, die ich gefunden habe. Der ich nicht weiß, was ich damit tun soll, ehrlich gesagt. Ist das ein Schalter? Ist das ein Schalter? Ich glaube, das Spiel hat keine Schalter. Ich weiß nicht, vielleicht hat es Schalter. Eine grüne Schlüssel. Out of sight. Ich glaube, das funktioniert in dem Spiel nicht so wirklich. Also, gut, die Gegner bewegen sich und man kann dadurch vielleicht auch welchen ausweichen, aber so generell. Ah, da ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Aber der bleibt stehen. Oder hing fest, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, das Spiel soll ein paar Bugs haben. Ich habe nur ein bisschen was drüber gelesen. Aber wenn das nicht unendlich viele Gegner hat, ist, glaube ich, aus dem Sichtfeld bleiben sowieso so eine nutzlose Sache. Muss ich da jetzt wirklich hochspringen? Das nutzt sogar seine Features. Ja, kranker Scheiß. Stell dir vor, ihr habt ein Feature in einem Spiel und dann benutzt ihr das sogar. Okay, geh mal ein bisschen mit dem Blaster. Ja, ist gar nicht mehr so schlimm. Okay. Ach, das ist gelb. Okay.
brauche den gelben Schlüssel. Wenn die Türen markiert. Oh, die Türen werden markiert. Nicht farblich, aber generell, dass die Türen sind, wird markiert. Okay. Was ist das? Eins. Ich drücke eins, aber damit wähle ich nur die Shotgun aus. Was ist das? Plasma Clip. Sort of my weapon. High power plasma rifle with two settings. Single triple shot. Better not waste ammo. So. Plasma Single Shot? Ah, das sind zwei Waffen. Plasma Multishot. Uiuiui. Okay, das. Wenn ich sage nicht wasten, also wahrscheinlich eher für die großen Gegner. Oh, was seid ihr denn für welche? Steht ihr da irgendwie ineinander oder. Ist das der Moment, wo ich meine Single Plasma Shot? Oh, so sehen. Ah, who cares, as long as they're dead. War da noch irgendwas gestanden? Ah, da ist noch. Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube, für die möchte ich doch mal eine Plasma Single Shot nehmen. Hat das gerade den blauen Roboter mit einem Schuss gekillt? Ich glaube ja. Nee, der lebt noch. Jetzt muss ich sie halt nur noch treffen, ne? Ich sehe schon, die Hit Detection ist so ein bisschen scheiße wieder. Und die schweben so ein bisschen in der Luft rum, okay. Ich akzeptiere ihr Verhalten. Habe ich schon mal erwähnt, dass möglicherweise ein paar Bugs in dem Spiel sind. Und was war das eben für ein komisch farbiger Roboter? Nicht so viel gute Munition verschwenden. Man kann nicht springen. Komplett verrückt. Stell dir mal vor, ihr spielt ein Spiel und dann könnt ihr springen. Kranker Scheiß. Auf dem Amiga auch noch. Auch wenn vielleicht die Feuerqualität ein bisschen scheiße ist. Also. Präzision. Da, fuck! Rot ist schlimmer als grün, ne? Wieso schweben die? Soll das? Treffe ich die überhaupt? Sie treffen auf jeden Fall mich sehr gut und ja, ich habe sie gekillt. Also einen habe ich gekillt. Alter, machen die viel Schaden. Ja, ich glaube, ich werde die Safe States wieder brauchen. Ein Alien Blitz, bei dem ich Safe States brauche? Verrückt. Okay, ganz ruhig. Ja, das verletzt mich. Self-loading, auto-priming, grenade launcher, time to paint the tone green. Das verletzt mich. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, danke spielen. Geil, ich habe jetzt irgendwie, wow, habe ich viel Leben verloren. Wo ist denn mein grenade launcher? Das sind übrigens volle 3D-Models, wenn mich nicht alles täuscht. Anders als die Gegner, wo es glaube ich nur ein 3D-Model gibt. Das soll so eine coole Wespe sein. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich so cool ist. Okay, wir haben die gelbe Keycard, zwei neue Waffen und
weiß nicht, 200 Leben verloren? Belastend. Geräuschkulisse ist auch äußerst belastend. Man denkt sich ja, das ist nur dieses kurze Stück, das ist erstaunlich atmosphärisch. Ja, ich weiß, das mag beim Zuschauen vielleicht nicht so aussehen. Und wo werden überhaupt meine Keys angezeigt? Nee, auch hier nicht. Also man möchte es auf jeden Fall in Vollbild spielen. Werden gar nicht mehr angezeigt. Okay, warum auch nicht? Warum auch Keys anzeigen? Wow, okay, das ist so ein grüner Roboter, der ist sehr viel schneller als die nicht grünen, ich verstehe. Sind das Teleporter? Was macht dieses Düdüm? Soll das so? Ist das jetzt Hintergrundmusik? Wo war das jetzt? Welchen Teleporter habe ich genommen? Kann ich die Tür dazu machen bitte? Das war die falsche. Ich muss erstmal in die anderen Türen, also. Das war jetzt ganz rechts, glaube ich. Ich glaube, es war ganz rechts, ne? Das war ganz rechts, okay.